Mein Name ist Michael Reimer, Schokomichi. Ich betreibe die Schokomichi-Fabrik im 15. Bezirk, eine alte Tradition. Und mein Leben ist Schokolade. Es war mein Großvater, mein Vater hier hat hier gewirkt und ich dann. Ich habe ein schlimmer Bub, ich war sehr aktiver als Kind. Meine Tagesbeschäftigung war permanent zu versuchen, die Schokoladebombe einzufangen. Das war natürlich für meine Eltern furchtbar, weil es ist mir manchmal sogar gelungen. Ich war mit Schokolade verschmiert und dann haben meine Eltern gesagt, das geht nicht mehr. Die haben das kleine Kammerl ausgeräumt. Dann habe ich ein kleines Kinderzimmer gehabt in der Fabrik. Das ist eine sehr alte Kasse, die alle bewundert haben. Und das war meine Kasse, wenn ich klein war, weil ich habe immer gesehen, die Großeltern, mein Großvater besonders, der viele Firmen auch gegründet hat, und meine Eltern, die haben alle Geschäfte gemacht und waren wichtig. Und ich wollte auch wichtig sein. Ich war ein kleiner Hosenscheißer. Und ich habe mir halt auch gespielt und ich habe halt auch Geschäftsmann gespielt. Das Beste an Schokolade ist der Geschmack. Und diese unterschiedlichen Geschmacksannoncen, die eine Schokolade haben kann, also diese Reise, auf die man da geht. Und ja, und irgendwie, dass es einem nie loslässt. Ich denke ständig an Schokolade. Es hat irgendwie einen Zauber, Schokolade, finde ich. Und natürlich als Werkstoff ist es für mich das Besondere an Schokolade, dass man immer wieder so kreativ sein kann. Man kann Schokolade immer wieder neu erfinden. Es lässt einfach so viele Möglichkeiten über. Und man kann es immer wieder auch sich was einfallen lassen und anders interpretieren. Das ist, weil ich immer nach dem Grund, nach dem Sinn gesucht habe, warum ich das mache, um Tag und Nacht. Erstens, weil es meine Leidenschaft ist, ich mache das wirklich wahnsinnig gern. Und weil man auch andere Menschen glücklich macht. Es ist schon auch ein Dienen an anderen Menschen, im positiven Sinn. Und daher erfüllt jeder seine Aufgabe und der Schokomichi macht eben Schokolade. Es ist seine Aufgabe in der Welt.